Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims Zum 4. Spielen. Ihr geht's immer noch nicht so super. Sie ist hier am Gießen. Revolver, Wer ist denn hier Nibner, so? Ist Subaware, das Kevin Yarrow, Schwarz? Ist das auch ein Schwebe, Senior? Warum S sind das alle Senioren? Das ist ja echt. Die sind alle. Das ist ja. Unglaublich. Oh, die kann schon wieder ernten. Das ist ja cool. Haben wir Post bekommen? Nee. Das kann sie dann mal aufheben. Oh, kann das jetzt nicht mal aufhören, die schlechten Zutaten? Soll mal weggehen hier. Und das Gießen dauert auch ewig, ne? So, danach kannst du hier alles ernten, bevor du das aufhebst. So, aufheben. Komm, mach du mal ein bisschen schneller. Ja, meine Liebe. So, weil wenn die nämlich jetzt das geerntet hat, dann können wir nämlich das Ganze wieder verkaufen. Und wir kriegen dadurch wieder Geld. Ja, das finde ich gut. Verkaufen und verkaufen. Und nochmal verkaufen. Ja. So, und hier dieses Buch können wir eigentlich hier reinmachen, ne? Das brauchst du ja da so nicht. So, jetzt hast du das hier aufgehoben. Ihm geht's voll nicht gut. Egal. Jetzt machen wir eben kurz Pause, weil ich habe gesagt, ich möchte die Zimmer ein bisschen neu machen. Die nerven mich so ganz schön. Können wir das? Wir machen das. Ja, wir haben jetzt nicht so viel Geld, ne? Mal überlegen. Wir werden das nochmal ein bisschen rausziehen hier. Einmal. Und das Badezimmer. Ja, das passt schon. So. Oh, warte. Das bleibt hier bitte. Und das ziehen wir noch ein bisschen hier raus. Ich hoffe, das macht jetzt nicht allzu viel Geld weg. So. Okay. Das passt so. Weil dann können wir nämlich irgendwann da auch noch ein bisschen mehr reinmachen. Okay. Die Küche ist so auch echt nicht so geil. Jetzt machen wir doch auch so eine größere Umbauaktion, fällt mir gerade auf. Oder? Das könnten wir eigentlich mal ein bisschen umstellen, oder? Dass wir hier vielleicht den Wohnbereich machen. So vielleicht. Ein bisschen so. Oh, das ist nicht ganz. Oder doch, das passt so. Und hier das Bücherregal können wir dorthin stellen. Und das kommt hier so. Können wir das hin tun? Ja, hier finde ich, schaut das ganz nett aus, oder? Und hier werden wir das nämlich ein bisschen umstellen, weil mich regt das ein bisschen auf, das Ganze. Die Tür hier ist auch richtig nervig eigentlich. Dort. Was? Dann können wir nämlich hier das Ganze mal hier in die Ecke stellen. Hier. Ich finde diese. Die sind auch echt hässlich, diese Kackdinger. Nee, das machen wir jetzt weg. Das machen wir erstmal hier hin. So, und dann holen wir uns neue Oberflächen. Die finde ich sehr schön, aber auch sehr teuer. Aber egal, komm, was kostet, was kein Geiz und so, was kostet die Welt? So, das holen wir uns jetzt. Das werden wir. Wir können das Fenster ein bisschen hier rüberschieben. Die Fenster wollen wir eh auch alle mal irgendwann anders machen. Die sind eh alle hässlich. Diese doofen Fenster hier regen mich auch was auf, sag ich euch. Vielleicht kann ich die auch noch ändern. Mal gucken. Jetzt machen wir erstmal hier einen Feuermelder. Oder wir machen eine Dunstabzugshaube. Wie viel kostet der? Oder wie viel bringt der noch? 160. Komm, wir holen uns auch einen neuen Ofen. Der ist eh hässlich wie Sau. Apparate. Mann, ich will mit denen holen. Oh nein. Okay, dann lassen wir das. Dann belassen es wir bei dem. Schade. Aber
Ja, gut, okay. So schaut es eigentlich nicht schlecht aus. Den Müll, den können wir hier hinstellen. Jetzt brauchen wir aber noch ein Spülbecken. So. Sanitär. Ein Spülbecken bitte. Einfaches. Ja. Das ist doch ganz schön. Und es schaut jetzt schon besser aus, finde ich. Hier, Dielenboden. Das ist doch gut. Okay, weil dann können wir nämlich den hier hinstellen. So, und dann schauen wir jetzt mal nochmal hier das mit den Lampen. Machen wir hier hin. Und hier stellen wir das. Machen wir da hin. Und dort. Ich weiß nicht, ob das so jetzt gut ist. 937 haben wir noch. Ist nicht ganz so viel. Und wir wollten eigentlich auch das umstrukturieren. Deshalb machen wir als erstes mal das. Ich möchte hier drinnen ein anderes Muster, weil dann kann man nämlich hier besser Sachen aufhängen. Aber erstmal will ich hier eben automatisch einschalten alle Lichter. Automatisch Lichter, alle Lichter. Ach nee. Einschalten alle Lichter. So, wir lassen das eben mal kurz an, damit ich besser sehen kann. Die zwei Betten, die sind auch eine unglaubliche Zumutung. Deshalb mache ich das jetzt anders. Ich finde das alles ein bisschen unschön. Also deshalb muss ich gerade echt mal ein bisschen hier rumwerkeln. Auch wenn ich gesagt habe, die Baufolgen, also na, dass ich halt erst ein bisschen rumbaue, wenn ich mehr Geld habe. Aber das nervt mich alles unglaublich an. So. Einen anderen Farbton für das Wohnzimmer. Grün finde ich ganz schön, obwohl ich Türkis auch geil finde. Ne? Komm, wir machen Türkis. Geil, ich mag Türkis. Oh mein Gott, nein, das wollte ich nicht. So, hier für Huberts Zimmer könnten wir eigentlich sowas in die Richtung machen, oder? Irgendwie ein schönes Gelb. Ah, oder, Moment, weg hier. So ein. Ach, hier ist so ein Ton, ist natürlich auch schön. Wie ist denn hier? Pastelltöne? Und das. Nee, das ist. Nee. Wir machen hier das Gelb. Passt das? Wie wollen wir Huberts Zimmer denn machen? Oder lila? Nee, das ist zu mietig. Könnten wir das Ganze denn machen? Essenz des Pastells. Oh, das ist ganz schön teuer. Nee, das holen wir nicht. Wir können auch eine ganz normale, schlichte Wand, glaube ich, bei ihm machen. Grün, blau. Standardfarben. Nee. Weg, weg. Wir wollen, glaube ich, aber schon eine Leiste, oder? Fällt mir gerade so auf. Pastelltöne. Was wollen wir denn? So grau vielleicht? Nee. Nee, oh mein Gott, ey. Braun? Lila, habe ich, glaube ich, hier gesagt, ist zu Mädchen. Oh, das ist echt schwer. Weiß. Ich überlege, ob ich den hier nehmen möchte. Oder einfach eine Tapete bei ihm. Ich finde ja die hier auch immer sehr schön, aber die ist zu so teuer. Das würde natürlich auch zu Hubert passen, ne? Bauernkaro. Ja, komm. Er kriegt das. Oder nee, das ist doch hässlich. Oh Mann, schwer. Was kriegt er? Streifenpracht. Oh, ich finde es total schwer gerade. Reise der Pinguine. Ja, genau. Glaube ich eher nicht. Grün? Oh, das. Das ist doch was. Das finde ich super. Das ist perfekt für ihn. Das finde ich gut. So, und bei ihr? Was haben wir hier so? Rot. Was haben wir hier? Nee. Nee, das finde ich nicht gut. Bei ihr? Was könnten wir denn da so nehmen? Oh, das finde ich hat was. Was gibt's hier noch?
Oh, das ist aber auch toll. Gibt es das in Lila? Lila? Bei ihr könnte man eigentlich ganz gut Lila nehmen, oder? Sie ist doch so ein Lila Girl eigentlich. Oder? Nee, das ist zu krass. Lila? Finde ich, das ist zu krass, oder? Ich weiß auch nicht. Einfache Pastelltöne, das ist zu rosa. Nee, das ist ja echt. Ich bin am Überlegen. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott, ich bin überfordert. Hellblau, nee. Grün? Für sie? Blau. Was haben wir hier nur noch? Braun? Na, jetzt gucken wir erstmal eben nach den Betten, weil dann kann man vielleicht mehr gucken, wie es so passt. Ich muss nebenzu auf die Uhr gucken, nicht, dass ich überziehe. Weil ich will jetzt eigentlich da nicht das zweigeteilt machen. So, komm vor. Kommt schon mal vor. Okay. Oh, wir können uns tatsächlich jetzt ein Einzelbett, Doppelbett leisten. Das ist jetzt nicht so schön. Energie unwohl und werden gemeldet. Okay, wir leisten uns jetzt einfach das da. Okay. So für ihn irgendwas. Also wir können ja nochmal irgendwann noch ein besseres holen. Schwarz. Ein bisschen was Helleres wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Oder aus Holz. Gelb. Braun. Nee, rot nicht. Blau. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das passt rein. So, das stellen wir schon mal rein. Und mal gucken. Stellen wir hier so hin. Und das. Die Lampe. Oder Moment, wir können das auch hier so in die hier hinpacken. Dann können wir die Tür ein bisschen woanders hinstellen. Das kommt mal weg. Moment, stellen wir eben hier hin. Dann können wir nämlich hier durchgehen. So. Dann können wir nämlich hier das Bett weiter hinschieben und dort in der Ecke könnten wir malen. Das, glaube ich, würde ganz gut aussehen. So, und schön drehen. Und daneben stellen wir schön die Lampe. Das Fenster machen wir hier auf die Höhe. Und das Lämpchen kommt hier hin. Sehr gut. Doch, das finde ich, glaube ich, ist ganz nett. Das Bild können wir. Das machen wir mal hier hin. Ja, schön. Das haben wir jetzt schon mal fertig. Und, ach ja, den Radio müssen wir noch irgendwo unterbringen. Den stellen wir eben hier hin. Und das muss unbedingt weg. Das ist ganz hässlich. Und ja, ich habe gesagt, jetzt möchte ich erstmal schauen, welches Bett ich für sie nehme. Da schaue ich jetzt echt dann, je nachdem, was ich für ein Bett für sie nehme, was ich, wie ich die Wand mache. Was könnte denn zu der guten Dame passen? So ein schwarzes ist schon schön. Was ist das? Ist so? Oder das so schwarze? Ich habe echt so einen Hang immer zu schwarz, ne? Wie mache ich das? Stelle ich das da so hin? Ja, ich glaube. Aber ich möchte ein Holztischchen. Das ist nämlich einfach schöner. Oberflächen. Und wir kaufen uns hier dieses da. Oh, das ist so schön. Ich mag das so gern. Das würde doch auch ganz gut passen, oder? Ich mag das. Nee, eigentlich. Ich weiß nicht. Nee, das nicht. Tups. Weiß. Das würde auch ganz gut passen. Ich mag das Tischchen echt total gerne. Und ja, so das da. Ja, das kann so bleiben. Aber jetzt brauchen wir eine andere Wand, weil die Wand finde ich ganz. Nee, mir gefällt es echt gar nicht mehr. Okay, so. Schwarz, dunkel, solche Töne.
Was haben wir hier? Das könnte ich schon mal mir eingehen lassen. Das ist zu langweilig. Wo war denn irgendwo jetzt so ein lila Ton? Nee, zu rosa. Zu hellblau. Zu langweilig. Wo war denn jetzt so ein krasses, geiles Lila? Oh, das ist... finde ich schon schön. Das gefällt mir. Wir könnten eigentlich auch noch bei den Böden schauen. Das passt bei ihm, finde ich, sehr gut. Aber bei ihr würde ich gerne irgendwas Kühles haben. Nee, ganz so auch nicht. Wie schaut es da aus? Das finde ich jetzt schön. Ja, das gefällt mir, aber allerdings fände ich es andersrum viel besser. Aber das ist schon okay. Mauscursor. Okay, und hier könnten wir jetzt eigentlich auch was anderes mal benutzen. Ist das ein bisschen zu dunkel? Aber mir gefällt es auch wieder besser. Und andere Fenster, oder? Die Fenster sind auch eine Zumutung. Und die Fliesen, oh my gosh. Echt hässlich. Fliesen. Fliesen. Fliesen, Fliesen. Wo haben wir denn schöne Fliesen? Ja, weiß wäre schon mal schön. Und dann kann man da auch noch gleich die Wandbelege auch gleich mal ein bisschen schöner machen. Da suche ich bestimmte Fliesen. Plitsch, platsch. Sind das die? Die bevorzuge ich eigentlich. Weiß ist auch gut. Kommt, hol mal die. Jetzt haben wir mit bisschen Geld auch schon ein bisschen schöner gemacht, wie ich finde. Das Klo machen wir jetzt anders hin. Da machen wir das hin. Und die Toilette dort.